Ich habe das integrative Sportfest von dem ersten Tag miterlebt, als es angefangen hat. Und heute, das war ein Hammer-Wettkampf. Das war eine super Veranstaltung. Alles war perfekt organisiert, professionell, super Athleten da gewesen. Das Schönste heute an der Veranstaltung war der Mix aus diesen Kindern und den neuen Gesichtern. Man sieht halt echt, wie viel Nachwuchs hier so langsam auch kommt und was der Verein hier für eine Arbeit leistet. Ja, wenn man mich kennt, weiß man, dass ich immer nur das Beste bei mir als Leistung akzeptiere. Aber heute, so meine Abschiedstour beim letzten Wettkampf hier in Leverkusen im Integrativen Sportfest, war ich echt zufrieden, weil ich genau weiß, wo die Fehler sind und ich weiß, was ich für Berlin verändern muss, um das zu gewinnen. Und das werde ich auch machen. Wird tatsächlich, finde ich, immer größer. Es sind immer mehr Leute da, immer mehr Zuschauer, immer mehr wird angefeuert. Man denkt sich immer, die machen schon einen tollen Wettkampf. Nächstes Jahr setzen sie wieder einen drauf. Und von daher, also, und jetzt 14:02, bleibt mir auf jeden Fall gut in Erinnerung, würde ich sagen. Bestzeit im Vorlauf, Bestzeit nochmal gesteigert im Finale über 100 Meter, Bestzeit über 200 Meter, also besser hätte es nicht laufen können. Und dann in Berlin auf jeden Fall nochmal ordentlich die Bahn zu rocken. Wäre schön, der Titel über 100 Meter ist auf jeden Fall das Ziel, auch nochmal weit zu springen. Achtes integratives Sportfest ist einfach Hammer wie jedes Jahr. Also ich glaube, irgendwie kriegt Fischi hier immer gutes Wetter hin. Ich glaube, wir hatten hier noch nie schlechtes Wetter oder irgendwie eine Verzögerung. Die Zeiten sind immer bombastisch und es ist einfach jedes Mal geil, den Leverkusenern zu zeigen, was wir paralympischen Athleten hier drauf haben. Was Felix da noch aus der Kurve rausgezaubert hat und dann neben mir echt noch mal richtig durchgezogen hat, das war richtig gut. Hat Spaß gemacht, können wir gerne wiederholen. Ja, auf jeden Fall gucken, was geht. Da ist noch Potenzial, also über 100 als auch über 200. Und ja, großes Ziel ist Berlin und da dann nochmal richtig was auf die Bahn hauen.
Mit den 100 Meter war ich schon zufrieden und in 400 Meter Sachen bin ich echt stolz auf mich selbst. Und ich lasse es mit einem weinenden und einem lachenden Gesicht hinter mir. Und das ist mein letzter 400 ist. Ich habe keinen Weltrekord gelaufen, aber war trotzdem ein sehr guter Run. So today I ran my second 400 meter race of my season and I broke the 50 second barrier for the first time. But the last 100 meters was so tough. For those that have run 400 meters before, it's hard. I'm a 200 meter world record holder. Then to try and do it again on the back end of that is really tough. So very satisfied, but there's lots of improvements that I can continue to do in the rest of the season.